Moin, liebe Emderinnen und Emder. Auch heute hatten wir in der Seehafenstadt Emden einmal mehr 12 neue Infektionen und die Inzidenz steigt wieder über 100. Sie fragen sich natürlich nun zu Recht, Mensch, woher kommt das denn schon wieder? Wie Sie vielleicht mitbekommen haben in der Vergangenheit, testen wir ergänzend zu den Empfehlungen des RKIs immer auch Kontaktpersonen. Das heißt, die Personen, die Kontakte zu einer infizierten Person hatten, werden während der Quarantänezeit mehrfach getestet. Dort stellen wir immer wieder fest, dass wir entsprechende Fälle identifizieren. Hinzu kommen die Ergebnisse aus den Antigentests, die in den Testzentren durchgeführt werden. Und wir merken eben ganz deutlich, dass die britische Mutation, die mittlerweile 98% der Infektionen ausmacht, eben eine deutlich höhere Verbreitung hat, als das beim ursprünglichen Virus der Fall gewesen ist. So hat man eben häufig dann auch eine Weitergabe innerhalb der Familie. Dafür muss man übrigens gar nicht etwas Verbotenes getan haben. Man hat vielleicht nur im Rahmen der Corona-Verordnung mit einer Person zusammengesessen und durch dieses Zusammensitzen in geschlossenen Räumen ohne die nötige Distanz, ohne die nötige Belüftung, ist es dann vielleicht schon so, dass das Virus sich entsprechend überträgt. Also hören wir auf, Schuldige zu suchen in bestimmten Gruppen oder in bestimmten Bereichen. Das bringt uns zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht weiter. Was wir brauchen, sind nochmal 2 Wochen der Selbstdisziplin. Also reduzieren wir diese privaten Zusammenkünfte, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, wo man vielleicht eng mit Menschen zusammensitzt, oder haben wir so viel Eigenverantwortung, dass wir uns vorher entsprechend testen, dass wir einen Selbsttest machen oder dass wir in das Testzentrum gehen. Auch das gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, aber es gibt etwas mehr Sicherheit. Erst von Montag auf Dienstag fallen wieder Fälle aus unserer Statistik heraus. Das heißt, erst dann wird der Inzidenzwert wieder sinken. Das heißt, wir bleiben in der nächsten Woche noch Hochinzidenzkommune. Ich weiß, dass das für viele frustrierend ist, insbesondere für die Gastronomen, für die Einzelhändler, aber eben auch für die Kinder und die Jugendlichen, die durch die entsprechenden Schulszenarien unter dieser hohen Inzidenz leiden. Was wir brauchen, ist weiter Vertrauen und noch etwas Durchhaltevermögen. Auch wenn die hohen persönlichen Einschränkungen da sind, ist es zum jetzigen Zeitpunkt so, dass die Lage ruhig ist. Im Emder Krankenhaus liegen 2 Personen auf der Intensivstation. Im Norden liegt eine Person mit Covid-19, die an Covid-19 erkrankt ist, auf der Intensivstation. In Aurich sind es 0 Personen. Die Zahlen der Menschen, die im Krankenhaus an Covid-19-Symptomen behandelt werden, sind in Summe rückläufig. Und man sieht ja auch an unserer rückläufigen Tendenz in der letzten Woche, dass wir in Summe auf einem guten Weg sind. Ich glaube, was ganz wichtig ist in der Betrachtung, ist, dass wir die Strukturen unserer Stadt eben auch ins Verhältnis setzen. Wir sind eine der kleinsten kreisfreien Städte mit 50.000 Einwohnern und eine Inzidenz, die dann auf 100.000 Einwohner gerechnet wird, ist natürlich auch entsprechend volatil. Das heißt, die Schwankungsbreiten sind entsprechend groß. Und wir hatten in der Vergangenheit eben einen Sonderfall in der Jüngeren, nämlich das Thema mit dem Altenheim. Und auch hier werden wir in der nächsten Woche noch einmal eine Reihentestung durchführen, denn dort ist es uns ganz wichtig, dass wir dieses Cluster wirklich auch nachhaltig entsprechend beenden. Ich weiß, dass manche sagen, Mensch, testet doch nicht so viel, dann findet ihr auch nicht so viel und dann passt auch die Entwicklung in Emden eher zum Trend im Bund. Für uns bei der Stadt Emden im Gesundheitsamt ist das keine Alternative. Unsere Zielsetzung ist, das Virus wirklich zu identifizieren, auch die asymptomatischen Fälle zu identifizieren, die Kontakte nachzuverfolgen, die Menschen in Quarantäne zu setzen, sodass wir eben mittelfristig auch wirklich dieses Virus hier in Emden entsprechend besiegen können und wir nicht immer wieder kleine Cluster haben, an denen das Virus sich wieder ausbreitet. Eine gute Nachricht habe ich zum Schluss noch. Da wir einige Tage unter 150 sind, können wir davon ausgehen, so wie die Entwicklung aktuell ist und so wie man die Entwicklung vorhersehen kann, dass wir ab Mittwoch Click and Meet entsprechend dann in Emden auch wieder zulassen können. Ich
wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Sonntag. Genießen Sie das gute Wetter, schwingen Sie sich aufs Fahrrad, gehen Sie ein Stück spazieren, verbringen Sie die Zeit in Ihrer Corona-Bubble mit den Menschen, die Ihnen ohnehin nahe sind, und versuchen Sie, noch Kontakte zu reduzieren. Ich weiß, dass es nochmal schwer wird und dass wir uns 2 Wochen nochmal anstrengen müssen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und vor allen Dingen, bitte bleiben Sie gesund.